Um die heutigen Entwicklungen in Informatik einordnen zu können, starten wir zunächst mit einem Blick in die Vergangenheit. Dabei werden wir in den nächsten Minuten die größten Meilensteine und Erfindungen betrachten. Unsere Geschichte der Informatik beginnt bereits in der Antike mit einfachen Hilfsmitteln zur Datenverarbeitung. Für eine einzelne Familie reichte ein Holzstock mit Kerben, um die Getreideernte zu protokollieren. Für einen König, der Steuern in Städten mit zum Beispiel 80.000 Einwohnern eintreiben wollte, brauchte es aber neue Lösungen. Der Abakus der Sumerer, der um 2700 vor Christus erfunden wurde, ist ein manuelles Rechenbrett, bei dem Daten durch die Verschiebung von Steinen oder Perlen auf Stangen händisch gespeichert und verarbeitet werden. Diese einfache Methode ermöglicht es, Additionen und Subtraktionen schnell und in höheren Zahlenräumen durchzuführen. Ich überspringe nun aber ein paar Jahrtausende und steige bei der Entwicklung der automatisierten Datenverarbeitung ein. 1837 veröffentlichte der britische Mathematikprofessor Charles Babbage die Beschreibung seiner Analytical Engine, die als die erste programmierbare Maschine gilt. Die Analytical Engine verwendete Zahnräder und Lochkarten zur Speicherung und Verarbeitung von Daten. Obwohl sie nie vollständig funktionsfähig war, legte sie den Grundstein für zukünftige Entwicklungen. Ada Lovelace war eine Mathematikerin und enge Mitarbeiterin von Babbage und erkannte das Potenzial der Maschine und schrieb den ersten Algorithmus, der auf der Analytical Engine ausgeführt werden sollte. Damit gilt sie als die erste Programmiererin der Geschichte. 50 Jahre später sorgte die Volkszählung in den USA für Kopfzerbrechen. Die Zählung, die alle 10 Jahre stattfinden soll, dauerte 1880 aufgrund der vielen Menschen bereits 8 Jahre. Es wurde befürchtet, dass die Durchführung der Volkszählung von 1890 sogar länger als 10 Jahre dauern würde. Hermann Hollerith wechselte 1883 vom MIT ins US-Patentamt und wurde dort auf diese Befürchtung aufmerksam. Er wollte das Problem lösen und wurde von Eisenbahnschaffnern inspiriert. Diese lochten Fahrscheine an bestimmten Stellen, um Merkmale wie das Alter der Reisenden festzuhalten. Er tüftelte an einer Maschine und stellte sein Lochkartensystem 1887 fertig. Dieses bestand aus einer Tabelliermaschine und standardisierten Lochkarten, die erfolgreich bei der Volkszählung 1890 eingesetzt wurde. Mit einer Verarbeitung von bis zu 80 Lochkarten pro Minute konnte die Volkszählung in nur einem Jahr abgeschlossen werden. Er legte mit seiner Tabelliermaschine den Grundstein für die spätere Gründung von IBM. IBM ist bis heute eines der großen Technologieunternehmen, das sich aktuell auch mit der Entwicklung von Quantencomputern beschäftigt. Blicken wir aber wieder in die Vergangenheit, nach Großbritannien. Der Mathematiker Alan Turing legte dort für die moderne Computerwissenschaft einen bedeutsamen Grundstein. Er veröffentlichte 1936 seinen Gedanken zur Turing-Maschine, ein theoretisches Modell eines Computers. Turing zeigte, dass eine Maschine jede berechenbare Funktion ausführen kann, wenn sie entsprechend programmiert ist. Das Konzept der Berechenbarkeit. Die Turing-Maschine selbst besteht aus einem endlosen Band und einem Lesekopf. Dieser führt, je nach Zustand, unterschiedliche Befehle aus. Das Lesen oder Schreiben von Symbolen oder eine Bewegung am Band nach links oder rechts. Eine Funktion, die anhand einer Turing-Maschine berechnet werden kann, wird als Turing-berechenbar oder einfach berechenbar genannt. In Deutschland war Konrad Zuse einer der weiteren Pioniere der Informatik. 1938 baute er den Zuse Z1, den ersten mechanischen Computer, der etwa 30.000 Bauteile enthielt. 3 Jahre später, 1941, folgte der Zuse Z3, der erste funktionsfähige, programmgesteuerte Rechner, der 2600 Relays verwendete und bis zu 20 Operationen pro Sekunde berechnen konnte. Zuses Arbeit war bahnbrechend, da sie viele der Grundprinzipien moderner Computer vorwegnahm. 1945 veröffentlichte John von Neumann sein Referenzmodell für die moderne Computerarchitektur. Der in Budapest geborene Mathematiker entwickelte eine universelle Rechnerarchitektur, die aus 4 Hauptkomponenten besteht: dem Rechenwerk, dem Steuerwerk, dem Speicherwerk und dem Ein- und Ausgabewerk. Das Rechenwerk ist der Teil des Computers, der die eigentlichen Berechnungen und logischen Operationen durchführt. Das Steuerwerk interpretiert die Befehle, die im Speicher liegen, und sorgt dafür, dass sie ausgeführt werden. Im Speicher
werden sowohl die Daten als auch die Programme, die der Computer ausführt, gespeichert. Ein weiterer Fortschritt aus 1945 war der ENIAC. Dieser erste elektronische Universalrechner verwendete über 17.000 Vakuumröhren und 1.500 Relays, um bis zu 5.000 Rechenoperationen pro Sekunde durchzuführen. Fassen wir diese Entwicklungen in der Computertechnik zusammen. Charles Babbage musste noch Stangen, Zahnräder und Dampfkraft für seine mechanischen Rechner verwenden. Konrad Zuse nutzte elektromagnetische Relays und die ENIAC Elektronenröhren. Jeder dieser Technologien ist leistungsfähiger und effizienter als die vorherige. Doch der größte technologische Durchbruch war die Erfindung des Transistors im Jahr 1947. Dieses elektronische Bauteil kann Strom schalten, steuern oder verstärken und ist im Vergleich kleiner, zuverlässiger, schneller und energieeffizienter. Die Funktionsweise basiert auf der Steuerung des Elektronenflusses durch ein Halbleitermaterial, das durch kleine Spannungsänderungen aktiviert wird. Heutzutage befinden sich Milliarden von Transistoren auf einem einzigen Chip. Ein interessanter Fakt aus dieser Zeit ist die Prägung des Begriffs Bug. 1947 wurde ein Käfer zwischen Schaltkreisen im Computer entdeckt. Das Insekt führte zu einem Kurzschluss. Grace Hopper dokumentierte diesen Vorfall in ihrem Betriebsprotokoll mit der Notiz "First actual case of a bug being found" zusammen mit dem aufgeklebten Insekt. Erfunden hat sie den Begriff mit dem Insekt jedoch nicht. Der Begriff Bug wurde bereits von Ingenieuren verwendet, um Fehler in einem technischen System zu beschreiben. 1964 stellte IBM das System 360 vor, den ersten universellen Mainframe-Computer. Dieser verwendete Transistoren statt Röhren und wurde in verschiedenen Modellen mit unterschiedlichen Kapazitäten angeboten. Neben der Erneuerung, dass ein Zeichen 8-Bit im Speicher belegt, waren Programme erstmals über alle Modelle der Serie kompatibel. Kunden konnten den Rechner erweitern, ohne die Programme neu schreiben zu müssen. Eine bahnbrechende Idee, die heute als selbstverständlich gilt. Das Modell 30 konnte 1964 bis zu 34.000 Operationen pro Sekunde ausführen. 3 Jahre später, mit dem Modell 91, waren es bereits 16 Millionen. 1971 wurde der erste Mikroprozessor von der Firma Integrated Electronics, oder kurz Intel, auf den Markt gebracht. Der Intel 4004. Mit diesem Mikroprozessor wurden 2300 Transistoren und eine Taktfrequenz von 108 kHz erzielt. Es war der erste in Serie gefertigte Mikroprozessor mit allen Bauteilen auf nur einem Chip. Und dieser fingernagelgroße Chip war leistungsstärker als Computer, die davor ganze Räume ausfüllten. Vergleicht man das mit heute, rund 50 Jahre später, enthalten moderne Prozessoren 1 Milliarde Transistoren und haben eine 50.000-mal höhere Taktfrequenz. Diese Steigerung hat Gordon Moore, Mitgründer von Intel, bereits 1965 erwartet. Die Anzahl der Transistoren auf einem Chip werde sich jedes Jahr, 1975 korrigierte er, alle 2 Jahre verdoppeln. Wir schließen dieses Video über die Geschichte der Informatik mit der Einführung des Apple Lisa im Jahr 1983. Der Apple Lisa war der erste kommerziell erhältliche Computer mit einer grafischen Benutzeroberfläche, kurz GUI. Die Eingabe von Befehlen erfolgte nicht mehr nur noch über die Kommandozeile. Verbaut wurde ein Motorola 68000 Prozessor mit einer Taktfrequenz von 5 MHz. Der erste Computer mit einer GUI war der Apple Lisa aber nicht. Der Xerox Alto wurde in den 1970er Jahren entwickelt, war jedoch nie am freien Markt erhältlich. Steve Jobs, ein Mitgründer von Apple, erkannte das Potenzial dieser Technologie bei einem Besuch im Xerox Palo Alto Research Center im Jahr 1979. Wir sehen, wie weit die Reise der Informatik gegangen ist. Wir haben bei der ersten Rechnerhilfe angefangen und mit der grafischen Benutzeroberfläche aufgehört. Mit der fortschreitenden Technologie und der Kreativität der Menschen können wir auf die zukünftigen Innovationen gespannt sein.